Die Insel ist ein einziges Chaos. Die haben wohl gekämpft. Vielleicht um Emily. Kurz nach der Landung. Ich wette, der Admiral hält sie irgendwo im Leuchtturm gefangen. Wenn Pendleton die erste Runde verloren hat, hat er sich vermutlich irgendwo verschanzt und ist dabei, sich zu Tode zu trinken. Ich vermute, dass Martin den Leuchtturm belagert. Jetzt wenden sie sich gegeneinander. Der Admiral ist machtgierig, Martin eine falsche Schlange und der edle Lord Pendleton ein Feigling. Und Sie? Ich bin etwas enttäuscht, Corvo. Es scheint, als wollten Sie besonders brutal sein. Die Reisen mit Ihnen waren interessant. Aber heute sehen Sie mich zum letzten Mal, Sir. Leben Sie wohl. Meine Hoffnung ist, dass Emily alles heil übersteht. Raus, Corvo. Dieses Mal lasse ich Sie noch gehen. Nichts, was war? Jetzt? Ich brauche mehr Männer! Aus dem
verstanden. Sie kommen, um mich zu töten? Meinen Namen mit Blut auf den Boden zu schreiben? Ich bin sicher nicht unschuldig. Als wir Sie aus dem Gefängnis geholt haben, hatten wir beste Absichten. Wir würden Emily finden und gegen den Lordregenten kämpfen. Tja, einmal angefangen, Morde anzuordnen, mächtige Leute zu erpressen und all die Dinge zu tun, die man nicht tun soll, nun... Da wurde es wohl Gewohnheit. Es ist nicht leicht, die Schlüssel zum Kaiserreich in den Händen zu halten. Es lastet schwer auf den Schultern eines Mannes. Havelock und Pendleton sind verdammte Idioten. So wie ich auch. Ich kann sie nicht davon abhalten, nach Emily zu suchen. Aber dieses Privileg kann ich ihnen nicht lassen. Ins Nichts wurde ich geboren. Ins Nichts kehre ich zurück. Oh. Oh. Dieser Bastard hat mich erwischt. Ich hätte sie alle töten lassen sollen, als ich die Chance hatte. Sagen Sie sowas nicht, mein Herr. Erst meine Brüder, dann ich. Ist meine eigene Schuld. Und nun wird meine Cousine Celia alles erben. Das ist das Schlimmste. Sie waren ein ehrbarer Hauptmann. Gestern ein wenig langsam, muss ich sagen. Aber ehrbar. Ja, mein Herr. Tut mir leid, mein Herr. Yeah.
Sie empfangen alle möglichen Dinge. Wohlschmeckend, tödlich, giftig. Alle in einem Fang. Die Lage ist schlecht. In der Tat, das glaube ich. Getan haben, feige Taten, derer ich mich schäme. Wie könnten Sie uns jemals vergeben? Würden Sie es, wenn die Lage besser wäre? Nein, so laufen die Dinge nicht, wenn sich einmal die Bürokratie eingeschaltet hat. Es wird kompliziert. Wenn es jemand erfährt, verlieren wir alle unseren Kopf. Niemand darf es erfahren. Könnten wir Emily kontrollieren, wenn Corvo dabei ist? Diese Frage werde ich nicht los. Zeit für unseren letzten Zug. Der muss sitzen. Keine offenen Fragen. Wenige Mitwisser, die am meisten zu verlieren haben. Nein! Lassen Sie mich! Ruhig jetzt! Und beweg dich endlich, Kind! Sie hatten ihre Chance, ein Held zu sein. Helf mir! Ich habe immer gewusst, dass du kommst. Du bist mein Held. Die anderen sind alle tot, oder? Ist in Ordnung. Ich hätte eh alle hinrichten lassen. Ich werde die Kaiserin sein. Was wird in den Geschichtsbüchern stehen? Dass die Tochter einer ermordeten Kaiserin über einen Berg von Leichen ihren Thron besteigt, getragen von einem Attentäter namens Corvo? Nein. Sie werden berichten, dass Emily Caldwin die Erste in einer Zeit des Schreckens und der Korruption an die Macht kam und dass sie in einer Welt ihr Bestes tat, die weder gut zu kleinen Mädchen noch zu Kaiserinnen ist. Aber ob die Geschichten dich beim Namen nennen oder nicht, sie wird sich an dich erinnern, Corvo.
Smaller they stand, well, the harder they fall.